und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Na, habt ihr mich vermisst? Vielleicht ist es euch auch gar nicht aufgefallen, dass ich weg war. Ich habe euch auf jeden Fall vermisst. Ich war die ganze Woche ausgenockt und bin sehr froh, dass ich jetzt dieses Video hier drehen kann. Natürlich geht Gesundheit immer vor und ich habe mich auch gut auskuriert, aber natürlich ist das hier mein Job, ne? Und dann ist es immer ein bisschen schwierig, wenn ich nicht arbeiten kann. Aber heute geht es um die Everlasting Blooms Trendedition von Essence. Das ist die Frühlings-Limited Edition und ich freue mich so sehr. Ich freue mich immer ganz besonders auf die Frühlings-Limited Edition und die im Winter. Ja, die mag ich immer am liebsten. Und dann geht es auch direkt los. Ich habe alles gekauft, bis auf 3 Produkte. Das heißt, ich stelle euch die Limited Edition auch so ein bisschen vor und wir testen das, was ich gekauft habe. Als erstes hoffe ich aber wie immer, dass es euch allen gut geht. Und falls es nicht so sein sollte, schicke ich euch ganz viel Liebe. Ich klinge vielleicht noch so ein bisschen kratzig, ein bisschen heiser. Vielleicht wird es auch im Laufe des Videos noch ein bisschen mehr. Seht es mir nach. Ich fühle mich aber auf jeden Fall wieder gut. Und das ist das Wichtigste an dieser Stelle. Und ich habe mein Gesicht schon vorgeschminkt. Die Produkte, die ich in meinem Gesicht trage, findet ihr in der Infobox. Auch was ich anhab und so weiter, findet ihr dort alle Informationen. Und wir starten als erstes mal damit, meine Base abzuschließen. Die habe ich ja schon vorgeschminkt. Und da gibt es ein ganz spannendes Produkt in dieser Limited Edition. Und zwar den Everlasting Blooms Lip and Cheek Stick. Ein Creme Blush oder auch ein Creme-Lippenprodukt sozusagen in einer richtig schönen, es ist kein klassisches Pink, würde ich sagen. Also man sieht so leicht diesen warmen Koralleinstich. Es geht auf jeden Fall sehr in die koralle Richtung. Ich swatche euch das mal. Oh, aber auf der Hand sieht es irgendwie pinker aus als hier. Okay, also es wird doch schon ein sehr pinkiger Look. Kaum ist man eine Woche nicht da, findet man nichts mehr wieder hier. Ich habe letzte Woche 6 Stunden meine Pinsel gewaschen. Ja, 6 Stunden. Ich nehme jetzt mal diesen Kabuki Brush, der so ein bisschen rund gebunden ist, von Catrice, auch aus einer aktuellen Limited Edition It Pieces oder so. Und gehe dann einfach hier mal am Produkt entlang. Wir haben ja gerade schon gesehen, es ist wirklich stark pigmentiert. Ich gebe das dann kurz nochmal vorher so ein bisschen hier drauf. Und dann arbeite ich mir das hier ein. Ich hatte in einem anderen Video neulich schon gesagt, da habe ich mit euch Root Cosmetics Produkte getestet, dass ich so Creme-Produkte einfach mehr benutzen möchte dieses Jahr. Aber man neigt auch immer dazu, ein bisschen zu übertreiben. Gehe dann auch mit dem Schwamm drüber. Ich habe auf diesen Stellen auch noch kein Puder aufgegeben, sodass das hier wirklich mit meiner Base schön verschmelzen kann. Das sieht sehr schön aus. Es ist so ein natürlicher Schein, der damit reinkommt. Also überhaupt nicht aufdringlich. Ganz zart. Und die Farbe ist auch toll. Stelle ich mir aber nicht nur jetzt wirklich schön vor, sondern auch im Winter für diesen Winterspaziergang geküssten Look. Das sieht schön aus. Gefällt mir richtig gut. Trocknet auf jeden Fall in dieser dünnen Schicht auch schön an, verschmilzt perfekt mit der Unterlage. Kommen wir dann zum nächsten Produkt. Es gibt auch einen Duo-Highlighter und die Prägung ist so schön. Es ist einmal ein etwas hellerer Ton und ein etwas dunklerer Ton und der dunkle Ton hat eben diese Blüten. Das sieht so toll aus. Ich habe heute extra auch Blütenohrringe an. Wahrscheinlich ist es euch schon aufgefallen. Ich werde einmal für euch den dunklen und den hellen Ton swatchen. Beide Farben sieht man auf jeden Fall auf meiner Haut. Der hellere Ton ist auch gülden. Es hat auf jeden Fall so was Goldiges drin, aber gleichzeitig auch irgendwie was Eisiges. Ganz spannende Geschichte. Und das andere ist so ein bronzefarbenes Gold, würde ich sagen. Ich denke, die LE ist eben auch so ausgerichtet, dass das Ganze halt eben auch so für den Frühling, Sommer, ein bisschen gebräuntere Haut und so halt perfekt ist. Oder falls ihr vielleicht sowieso einen etwas dunkleren Ton habt. Bei mir ist es so, ich werde nie braun. Nie. Und deswegen, ja, schauen wir mal, ob der mir hier passt. Ich werde jetzt für dieses Video nur in den hellen Bereich reingehen. Und dann schauen wir mal. Okay, das ist spannend. Also auf dem Gesicht
auf dem Gesicht auf jeden Fall kühler, als der Swatch gerade aussah. Und auf jeden Fall auch viel kühler als das, was ihr jetzt hier sehen könnt. Das sieht ja schon so gelbstichig aus. Auf dem Gesicht. Also ich glaube, ihr seht ganz klar, dass das kein warmer Ton ist. Wahrscheinlich ist deswegen auch dieses sehr, sehr warme drin. Und ein kühler Ton, der aber hier auch nicht kühl aussieht. Und in Kombination, ich werde da gleich mal durchgehen. Ich kann den auf jeden Fall jetzt doch tragen. Also damit muss ich sagen, habe ich nicht gerechnet. Und passt perfekt zum Blush. Also die Farben ergänzen sich richtig gut, gefällt mir sehr. Und ich werde das jetzt einmal einfach mal für euch durchmixen, diese schöne Prägung ein bisschen zerstören und euch nochmal die Farbe swatchen, die rauskommt, wenn man beides mischt. Okay, ihr seht, es ist auf jeden Fall immer noch mit diesem Bronzestich, aber es ist einfach auch gleichzeitig in manchen Spiegelungswinkeln des Lichts, sage ich jetzt mal, wirkt es einfach wie ein kühler Bronzeton, was sich eigentlich ausschließt, aber ihr seht, es ist auf jeden Fall mal was anderes. Man denkt ja immer, meistens ist es irgendwie dann doch alles das Gleiche. Aber hier muss ich sagen, bin ich überrascht. Keine Glitzerpartikel, akzentuiert jetzt auch keine besonders unschönen Stellen in meinem Gesicht. Dann tragen wir einmal kurz Lippenpflege auf. Auch da gibt es ein Produkt in der Limited Edition. Und zwar den Everlasting Blooms pH Reacting Lip Glow. Ihr wisst, entweder feiere ich das, oder es ist richtig furchtbar. Also bei mir wird das immer so ultra, ultra pink. Und manchmal leuchtet es wirklich fast im Dunkeln, wie Neon. Und das mag ich nicht so gerne. Sieht auf jeden Fall richtig schön aus. Der ist in so einem leichten Fliederton. Fühlt sich von der Konsistenz genauso an wie der Catching Clouds Lip Balm. Falls ihr den auch habt. Da fand ich das auch sehr angenehm. Also sehr, sehr dünne Textur. Nichts Schmieriges, es wird nicht so ganz komisch auf den Lippen, sondern eben nur so dieser kleine Film von Pflege. Fühlt sich echt gut an, aber ihr seht auch, wie pink jetzt meine Lippen auf jeden Fall auch schon geworden sind. Ja, lassen wir jetzt erstmal so. Pflege ist auf jeden Fall drauf, gefällt mir. Man muss halt wissen, ob man sowas mag. Ich mag es meistens nicht, manchmal, wie gesagt, finde ich es ganz cool. Wir machen aber weiter mit den Augen und da ist diese wunderschöne 9er Lidschattenpalette enthalten. Ich persönlich mag ja immer so Papp-Lidschattenpaletten lieber, aber diese ist es jetzt hier nicht. Dafür hat sie eine wunderschöne, also es ist auch sowas Gesticktes da drauf. Everlasting Bloom steht natürlich auch drauf und es sind alles Farben in der violett-pinken Farbfamilie. Es ist auch ein Pressed Glitter enthalten. Insgesamt sind das hier 4 matte, 4 schimmernde und ein Pressed Glitter. Und wir werden heute versuchen, so viele Farben wie möglich zu benutzen. Lasst euch bei Farben aus dieser Farbfamilie aber sagen, dass es ganz normal sein kann, dass sie euer Auge einfärben. Ihr könnt also am besten eine Lidschattenbase benutzen, die das eben vorbeugt, indem da quasi so eine Art Schutzschicht dazwischen ist. Ihr könnt das Ganze auch abpudern vorher, damit es sich nicht so in euer Auge einzieht. Also die Pigmente da nicht so sich in die Haut reinziehen. Oh, ich sehe gerade, wie die Palette heißt. Sie heißt 01 Choose What Makes Your Heart Bloom. Richtig süß. Und es ist wie gesagt auch ein Spiegel enthalten, den werde ich jetzt auch nutzen. Die sind immer sehr schön in den Essence-Paletten, wie ich finde. Schauen wir mal, ob ich das ja alles noch hinbekomme. Ich habe jetzt so lange mich nicht geschminkt. Wir gehen direkt mal all in und ich nutze diesen dunklen Fliederton und setze den in meine Lidfalte. Da einmal entlang komplett und eben auch in meinem Außenwinkel. Anschließend nutze ich diesen hellen Koralleton hier unten und blende jetzt nochmal die Ränder aus von diesem Fliederton, damit alles noch so einen weicheren Verlauf hat. Ich hoffe, dass die Kamera das jetzt gut einfängt. Ich habe das jetzt auch an den Kanten nochmal mit so einem ganz fluffigen Blender einfach so ein bisschen noch mehr ausgeblendet, auch so schon sehr weit nach oben. Ich finde so bei Pastellfarben ist eigentlich immer ganz hübsch. Und der Farbverlauf ist auch richtig hübsch geworden. Gefällt mir sehr gut. Das dunkle Violett möchte ich, glaube ich, heute außen vor lassen. Ich möchte es wirklich schön hell und freundlich lassen. Ich werde jetzt diesen Schimmerton hier einfach mal über mein bewegliches Lid geben. Dafür nutze ich einen flachen Pinsel und den sprühe ich auch an. Das mache ich immer mit meinen Schimmerlidschatten so. Dieses Rosa ist auf jeden Fall auch total besonders. Ich glaube, ihr seht gut, dass es auch noch so einen Fliederschein hat
und eben auch so einen Perlmutt-Glanz. Also es ist auf jeden Fall kein normales Standardrosa. Das gefällt mir richtig gut. Jetzt lasse ich diesen nassen Lidschatten auf meinem Auge kurz antrocknen und in der Zeit erzähle ich euch, was es noch in der Limited Edition gibt. Und zwar gibt es noch den Everlasting Bloom Nail Glow Beautifier. Das ist einfach so ein Nagellack, den ihr über eure Nägel drüber geben könnt, um einfach auch noch so einen gewissen Schein zu schaffen. Und das soll auch duften, glaube ich, soweit ich weiß. Also so eine leichte blumige Note haben. Außerdem gibt es noch richtig süße Nagelsticker. Und ihr wisst ja, sowas bekommt mich immer. Ich habe übrigens alles bei Cosmetic for Less bestellt. Es kommt natürlich jetzt auch in der nächsten Zeit überall in die Filialen rein. Bei mir gab es noch nicht, deswegen habe ich es online bestellt. Und ja, ihr könnt mit meinem Code auch immer 15% unter anderem auch auf Essence sparen, falls eure Filialen auch immer so spät beliefert werden wie meine. Ja, und die Nagelsticker gab es leider nicht, deswegen habe ich die nicht mitbestellen können. Und es gibt noch den Everlasting Blooms Blossom, das Nail Oil. Also einfach Nagelöl zur Pflege von euren Nagelbetten und von der Nagelhaut. Finde ich auch toll, habe ich aber noch da, deswegen brauchte ich das jetzt nicht. Aber vielleicht interessiert euch das ja noch. Und ich würde sagen, mein Lidschatten ist jetzt getrocknet. Ich benutze jetzt von NYX den Glitter Primer. Ich mache sowas immer, wenn ich losen Glitter benutze, weil das einfach für mich sicherer ist. Ich habe in der Vergangenheit festgestellt, dass man die Glitter von Essence aus den Paletten auch immer gut ohne benutzen kann. Ich finde, für mich ist es einfach mehr eye safe, wenn ich einen Glitter Primer benutze. Den von NYX habe ich schon ewig. Ihr fragt mich ganz oft nach Empfehlungen für einen Glitter Primer oder Glitter Glue und den kann ich euch empfehlen, wirklich seit Jahren ein Favorit von mir. Während der Glitter Glue nun auf meinen Augen trocknet, werde ich mal unten noch ein bisschen was von dem Fliederton nochmal auftragen, das Ganze zu intensivieren, damit man den auf jeden Fall auch gut sehen kann. Diese Farben lassen meine Augen echt immer ziemlich gruselig wirken, wenn ihr mich fragt. Das ist halt die Komplementärfarbe zu meiner Augenfarbe, deswegen tragen wir noch den Glitter auf. Da gehe ich dann auch einfach mit meinem Finger rein und tupfe das Ganze auf das Zentrum meines Lides auf. Das ist schon fast zu viel. Ich wollte gar nicht so viel. Die Tintenpalette gefällt mir richtig, richtig gut. Ich werde mir jetzt noch schnell Mascara auftragen. Und da nutze ich auch eine von Essence, die I Love Extreme Mascara in Braun. Mag ich sehr gerne. Und ich weiß nicht, ob es euch aufgefallen ist, aber ich habe seit 2 Wochen ein Lash Lifting und benutze deswegen keine Wimpernzange mehr. Das macht echt einen richtig krassen Unterschied. Habe ich auch selbst zu Hause gemacht. Richtig gut. Und damit jetzt alles noch am Ende zusammenpasst, trage ich auch nochmal das Lip & Cheek Produkt mit einem Pinselchen auf meine Lippen auf. Sieht gut aus, fühlt sich auch gut an. Muss aber für mich nicht sein. Wird wohl auf jeden Fall in Zukunft für mich eher ein Wangenprodukt werden, über das ich mich sehr freue. Ich bin total verliebt in den Look. Es hat sowas Monochrom-mäßiges in dieser Farbfamilie und gefällt mir richtig gut. Der Glitzer ist der absolute Hammer. Also ihr habt auf jeden Fall ein Go von mir für alle Produkte, die ihr heute hier gesehen habt. Ich hoffe, das Video war informativ und hilfreich für euch. Dann wünsche ich euch einen wunderschönen Tag und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Tschüss!